was für ein herrlicher Frühlingsabend. Traumhaft. Die Natur beginnt so richtig zu sprießen und ich habe mir gedacht, ich gehe heute am Abend ein bisschen nochmal in den Wald, jetzt wo ich noch reinkomme, jetzt wo der Bodenbewuchs noch nicht so dicht ist, und nehme euch einfach mit und gehe ein bisschen fotografieren mit euch. Nach zwei Indoor-Videos, nach zwei Lightroom-Lernvideos, heute also wieder im Wald ein Outdoor-Video. Servus zusammen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dran bleibt. Jetzt wird gerade die Sonne von einer Wolke verdeckt, aber hinter mir könnt ihr unser erstes Motiv sehen. Also ich kann heute mal endlich meine ersten Gegenlichtaufnahmen machen. Aktuell wird die Sonne gerade von einer Wolke verdeckt, macht aber gar nichts, da ich jetzt einfach nicht so starkes Gegenlicht habe und euch den Bildaufbau erklären kann. So wie ihr es jetzt seht, ich filme aktuell mit 24 mm, gehe mal etwas zur Seite. Ihr könnt eben sehen, dass ich hier eine relativ gleichförmige Anordnung der Bäume habe. Und links und rechts, wie bereits gehabt, werde ich wieder darauf achten, dass die Abstände zu den Rändern in etwa gleich sind. Muss ich mir noch ansehen, hier rechts ist der Abstand etwas größer, wobei ja, für mich fast dieser Baum hier wichtiger ist als wie dieser kleine hier hinten. Und ich versuche hier, was mir bei solchen Bildern wichtig ist, ich versuche hier die Kamera möglichst in der Waage zu halten. Das heißt sowohl in der Waage, was links und rechts die Neigung betrifft, als auch was die Neigung betrifft nach hinten und nach vorne. Das kann die Z6 sehr gut anzeigen. Ja, begebe mich hier jetzt in die Waage und während hier hinten noch die Sonne mit der Wolke sich um den besten Platz streitet, erzähle ich euch, was ich heute noch dabei habe. Ich habe meine Nikon Z6, die habe ich ja bisher in erster Linie zum Filmen genommen, möchte sie aber auch immer wieder ein bisschen zum Fotografieren einsetzen. Also dieses Foto hier werden wir jetzt mit der Nikon Z6 machen und ich meine jetzt natürlich die ZFC, nicht die Z6. Also ich habe an die Nikon ZFC mein 35mm 1.8 gegeben und möchte mir einfach hier im Wald ein bisschen Impressionen mit dieser Kamera holen, die Kamera auch aus fotografischer Sicht ein bisschen näher kennenlernen. Ist natürlich eine Grobkamera, das heißt umgerechnet sind wir hier bei 35 und 17,5, sind wir ungefähr bei 52,5 mm. Das heißt, wir haben so etwas wie ein Nifty 50 heute hier mit am Start und schauen wir mal, was wir damit zustande kommen. Wenn sich allerdings ein Motiv anbietet, so wie hier, das einfach auch den Weitwinkel braucht, dann werde ich auch nicht davor zurückschrecken, das 24-70 an der Nikon Z6 einzusetzen. So, und jetzt heißt es eigentlich nur noch zu warten, dass die richtige Gegenlichtstimmung aufkommt. Da hinten im Wald blüht der Bärlauch. Ja, er blüht noch nicht, aber er ist schon sehr, sehr groß. Man riecht ihn auch überall. Ich warte jetzt einfach hier ein bisschen, bis sich die Sonne hier durchsetzt und dann mache ich mir hier so ein Gegenlichtbild. Traumhafte Stimmung, wobei, jetzt sehe ich gerade, ich weiß nicht, ob ihr das im Video erkennen könnt, da hinten rechts, geh mal mit der Belichtung etwas runter, da sieht es nach Gewitterwolken aus. Mal schauen. Das geht doch relativ rasch. Ich glaube, ich mache mir hier meine Bilder und hoffe, dass ich nicht in ein Gewitter komme. Ich habe jetzt hier so eine Stelle gefunden. Drehe mich jetzt hier mal ganz, ganz langsam mit euch. Seht euch mal diese Senke hier an. Die füllt sich im Normalfall, wenn Hochwasser ist, natürlich mit Hochwasser. Und ich schätze mal, in 2 Wochen kann ich hier nicht mehr rein. Jetzt aktuell kann ich mit den Gummistiefeln noch sehr schön mich hier bewegen. Aber jetzt habe ich eben den Vorteil, und das ist es, warum ich das nochmal ausnutzen wollte, das ganze Gestrüpp und die abgestorbenen Äste, die hier so am Boden herumliegen, die sind jetzt ein bisschen verdeckt
von diesem frischen Grün, das sich hier jetzt ausbreitet. Und diese Zeit muss man nutzen. Und was mir hier jetzt gefällt, ihr könnt jetzt hier von der Kamera, da hinten fehlt mich jetzt die Z6, ihr seht auf mich her, da könnt ihr diese Baumreihe sehen. Hier gehen links und rechts, gehen relativ wuchtige, massive Bäume in einer Allee da nach vorne. Und da möchte ich mir jetzt zwei Bilder machen. Ein Bild mache ich mir, so wie ihr jetzt her sehen könnt, von der Kamera im Querformat. Jetzt bin ich reingezoomt, da werde ich mir verschiedene Varianten machen. Also ich mache mir hier querformatige Bilder. Ich werde dann aber auch meine Nikon ZFC nehmen mit dem 35 mm drauf und werde mir ein hochformatiges Bild dieser Baumallee machen. Was die Sonne und die Gegenlichtaufnahmen betrifft, ja, der Zug dürfte abgefahren sein. Da hinten ist jetzt eine ganz massive Wolkenfront. Ich fürchte sogar, dass mich hier der Regen noch erwischt. Aber jetzt bin ich richtig froh, dass ich meine regenfeste Jacke angezogen habe. Da hinten ist auch der Donner und beim Gewitter muss ich nicht unbedingt hier im Wald herumhechten. Schauen wir mal. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch schnell hier meine Bilder. Ich zeige euch jetzt hier an der Kamera auch direkt noch den zweiten Bildaufbau, wo ich etwas weitwinkeliger bin, dass ich das schaffe. Aber da hole ich euch direkt ran. Stimmung ist absoluter Hammer, aber der Wind, der aufkommt, macht mir doch ein bisschen Kopfzerbrechen. So, schauen wir mal, wie weit wir hier rankommen. Ihr könnt meine Einstellungen sehen. Da hinten wäre jetzt ungefähr irgendwo die Sonne. Ich habe jetzt geschaut, dass dieser Baum hier links und diese Baumgruppe hier rechts, wenn ihr euch das anschaut, ungefähr den gleichen Abstand hat. Aber was mir hier einfach gefällt, ist dieses frische Grün am Boden, die gerade gewachsenen Bäume und ja, das Ganze ausgewogen fotografiert. Ihr könnt sehen, ich bin in der Waage, sowohl horizontal als auch was die Vor- und Rückneigung betrifft. Einstellungen sind bereits gegeben und genauso mache ich mir hier jetzt noch mein weitwinkeliges Bild. Zuvor war mir fast ein bisschen heiß, aber ich wollte diese Jacke hier anziehen, einfach auch zum Schutz vor Insekten und vor Schürf- und Kratzwunden. Aber jetzt ist es ganz, ganz angenehm so. Über mir drohende Wolken. Schauen wir mal, wie lange es aushält. Ich bin zum Glück halbwegs vernünftig angezogen, solange es nicht blitzt und donnert, habe ich jetzt hier mal nicht die Riesenbedenken. Senke da hinten habe ich hinter mir gelassen, bin jetzt wieder auf dem Weg heraus und gehe jetzt noch ein Stückchen hier flussabwärts in der Au. Also das könnt ihr nicht sehen, aber die Donau befindet sich ungefähr in dieser Richtung. Ja, ich würde sagen Luftlinie, keine Ahnung, 500 Meter quer durch den Au-Dschungel. Da werden wir jetzt nicht hinkommen. Aber es hat hier einfach auch so wunderschöne Stellen, die jetzt gerade am Boden so mit frischem Grün überzogen sind. Und da diese Phase nicht allzu lange anhält, habe ich mir gedacht, mache ich heute wieder oder noch einmal ein Foto in der Donau, ein Video in der Donau mit euch gemeinsam.
Ja, jetzt habe ich hier eine ganz, ganz spannende Senke gefunden. Die Bäume da oben biegen sich und knarzen und ja, fast ein bisschen unheimlich hier, aber interessant. Was ich nämlich jetzt hier machen möchte, mir ein Bild genau dieser Szene machen. Ihr könnt sehen hier den Weg, ich gehe hier mal hinter die Kamera. Ihr könnt sehen, den Weg hier, der geht hier rein. Da dürfte vor kurzem ein Traktor durchgefahren sein. Und dann habe ich hier diese lustig gewachsenen Bäume. Und da hinten in der Mitte führt mir dann der Blick zu diesem einen Baum hier hin, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich zoome jetzt mal hier ein bisschen rein. So, mal schauen. Jetzt bin ich ungefähr auf 50 mm. Ah ja, diese Szene gefällt mir richtig gut. Seht euch das mal an. Traumhaft. Genau das. Genau das ist die Art von Waldfotografie, die ich so mag. Und jetzt bin ich richtig froh, dass die Wolken gekommen sind. Denn dadurch habe ich jetzt sehr, sehr gleichförmiges Licht und kann mir genau diese Aufnahme machen. Und weil ich jetzt auf 50 mm reingezoomt bin, habe ich natürlich denselben Effekt oder einen ähnlichen Effekt. Und das möchte ich jetzt hier auch vergleichen. Gehe hier wieder raus. Und das möchte ich jetzt auch vergleichen, indem ich von derselben Position wie jetzt zoome ich eben auf 50 mm mit der Nikon Z6 mit dem 24-70 rein. Und dann gebe ich meine ZFC drauf mit dem 35 mm mal 1,5, sind wir eben bei den 52 mm. Und dann möchte ich da mal wirklich den Unterschied sehen. Diese Szene gefällt mir absolut. Bin ich richtig happy damit, das gefunden zu haben. Jetzt wird fotografiert. Kurzer Gewitterschauer nieder, dachte schon, ich muss das Video hier an dieser Stelle abbrechen. Ach du Schande! Aber da hinten hat sich jetzt wieder die Sonne durchgekämpft und kurz konntet ihr jetzt noch sehen, wie sich hier sofort die Stimmung im Wald wieder verändert hat. Das wäre natürlich jetzt der Oberhammer. Generell, die Szene hier, die gefällt mir sehr, sehr gut. Einfach weil ich hier diese Bäume, diese verknorzelten Bäume habe. Da links diesen kleinen Baumstamm, Stumpf, wenn man so will, der da noch übrig geblieben ist. Und da hinten dann eben ja, diese wundervoll gewachsenen unten wuchtiger Stamm oben. Ich weiß jetzt gar nicht, was das für Bäume sind, habe aber, glaube ich, meine App dabei. Ja, die App sagt, das ist eine Bruchweide. Wenn das ist eine Weide ist, habe ich mir fast gedacht. Bruchweide. Auch spannend. Ja, hoffentlich kommt die Sonne noch mal raus. Auf jeden Fall von dieser Szene, so wie sie hier vor euch, wie sie sich hier jetzt vor euch ausbreitet, mache ich mir ein paar Bilder. Gelsen gibt es auch schon. Hui. Eine absolut zauberhafte Szenerie und Landschaft. Seht euch das mal an. Die Natur ist vollkommen erwacht aus dem Winterschlaf. Vögel zwitschern oder kreischen. Was mir hier so gefällt, und das ist das, warum ich das, ich kann es nur immer wiederholen, in 2 Wochen ist das nicht mehr möglich. Leichter Bewuchs am Boden, die abgebrochenen, zum Teil moosbewachsenen Bäume hier, die Bruchweiden, wie ich gerade gelernt habe. Ich hoffe, dass die App das richtig erkannt hat. Und dann vor allem dieser große Abstand zwischen den Bäumen. Das ist es, was mir hier gefällt.
Und ich blende euch jetzt mal einen Bildaufbau ein. Stell mich, bin praktisch jetzt im Bild. Könnt jetzt sehen, ich filme mit der Z6 hierher. Habe mir zuvor schon ein paar Bilder gemacht, damit ich nicht die ganzen Trittflächen hier drinnen habe. Mach mir trotzdem noch welche, weil vielleicht schafft es die Sonne noch mal raus. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, hier habe ich jetzt den Bildaufbau so gewählt, dass sich eben eine Komposition aus diesen Bildern hier, aus diesen Bäumen hier zusammenbringe. Ich habe einfach versucht, mit diesem Baum hier rechts und den Bäumen da hinten eine halbwegs ausgeglichene Komposition zustande zu bringen, auch ein bisschen mit der Drittelregel zu spielen und hier jetzt noch ein Bild zu machen. Der Bildaufbau an sich gefällt mir schon sehr, sehr gut. Wenn mir jetzt die Sonne noch 1-2 Sekunden, na, sagen wir 10 Sekunden schenkt, dass ich noch extrem spannendes Licht hier reinbekomme, dann bin ich schon wieder sehr, sehr zufrieden hier mit diesem Spot. Schauen wir mal, hier noch ein bisschen nach. Ja, meine Lieben, der Himmel grollt schon wieder rund um mich und es beginnt auch wieder leicht zu tröpfeln. Deswegen möchte ich das Video an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich möchte euch an dieser Stelle trotzdem noch, auch wenn bereits Sonntagabend ist, noch frohe Ostern wünschen. Genießt die Feiertage mit euren Liebsten und mir. Ja, Bilder gibt es jetzt am Ende. Mir bleibt nichts anderes, als wieder um einen Daumen nach oben zu bitten. Das würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das würde mich riesig ehren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Nicht vergessen, jetzt gibt es die Bilder. Bis dahin, alles Liebe und bleibt trocken und gesund. Ciao.